Moinsen, ihr Füchse und Füchse. Oh, so gut, Füchsinnen da draußen. Und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zum Internetcafé Simulator 2. Ich bin euer Blaufuchs und langsam nehmt ihr alles wieder Formen an. Ihr erinnert euch, wir haben ein kleines Darlehen von unserem Onkel bekommen, der halt gemerkt hat, Alter, läuft gar nicht gut bei dir. Ich helfe dir ein bisschen aus, war echt nett von ihm. Und seitdem geht's hier wieder voran. Wir hängen noch ein bisschen Zeug auf. Picture a cat. Ach, wie süß, eine Katze geht immer. Habe ich da noch irgendwo Platz? Ja, komm hier in die Ecke. Bums. Hübsche Katze. Hübsches Katze. Kann ich noch was ins Scheißhaus hängen? Oh, nochmal Horses. Hängen wir nochmal Horses ins Scheißhaus. Komm. Hier, wenn einer am Pissen ist, möchte ich, dass er männliche, wunderschöne, und man kann auch weibliche, ist egal, kräftige, edle Horses betrachtet. Ich will nicht das Gender der Horses assumen, ja? Wobei man das, glaube ich, bei diesem Gemälde anhand der Pose schon... Alter, nimm mal die Leiche aus dem Weg. Ergründen kann. Dann machen wir noch eine Uhr aufs Scheißhaus, damit die Leute beim Pissen und Kacken sehen, wie lange sie gebraucht haben. Nicht wahr? Okay, hier darf ich nichts anbringen, aber hier... Hier kommt, kriegst du noch eine Kackuhr. So. Okay, unser Bereich ist fertig. Dann gehen wir jetzt mal nach oben. Da sind wir gerade dabei, den Gamer-Bereich einzurichten und versuchen nun, so viele Schreibtische wie möglich zu platzieren. Ich bin gespannt, wie viele gehen. Hier werden wir 3 hinkriegen, das wird eng werden. Hier 3. Ah, doch, das geht aber. Guck mal, dann mach ich hier noch einen hin. Oder man stellt die sich so gegenüber. Könnte man auch machen, ne? Man könnte da ja so Reihen bilden, weißt du? So Reihen. Da macht man jetzt einmal, dreht man sich einmal. Und dann stellt man nochmal 2 so hin. Platz werden die brauchen, so. Hier nochmal wieder einen hin. Und dann hier nochmal wieder einen hin. Kommen die Leute da auch rein? Und dann kann man hier gegenüber nochmal wieder welche stellen. Ey, da geht doch ein bisschen was, Leute. Da geht ein bisschen was. So. Brauchen wir sogar noch einen. Einen brauchen wir noch. Aber jetzt machen wir erstmal nach und nach. Da müssen jetzt auch mal gleich bald die ersten Rechner wieder an den Start kommen, damit auch die Kohle erstmal wieder fließt. Wir müssen ja auch Geld reinkriegen, ne? Wir können ja nicht nur ausgeben. Wir müssen auch reinkriegen. Klar, durch unsere Automaten kommt schon so ein gewisser Grundsatz rein. Aber da muss natürlich deutlich mehr gehen, ist klar, ne? So. Oh, es könnte eng werden. Wir checken das mal, aber ich glaube, das geht. Die dürfen sich halt nicht... Ja, das ist schon ein bisschen sehr eng. Ja, wobei, mal gucken, ob... Ja, das ist, glaube ich, zu eng. Nee, komm. Machen wir mal hier hin. Die hängen sich dann nachher nur auf Eier rum, weißt du? Ist so. Upsala. So, den muss ich einmal umdrehen. Der Tisch steht falsch rum. So. Das ist, glaube ich, besser. So ein bisschen Platz müssen die schon haben, dass sie sich da entfalten können. Ne? Sonst zerbumsen die nur die ganze Zeit die Physik. Das muss ja nicht sein, ne? So. Wo kommt dieser eine Tisch da noch her? Hatten wir den noch über? Weil ich hier eine ungerade Anzahl habe. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, irgendwo muss unten wahrscheinlich noch ein Stuhl liegen. Kann das sein? Oder habe ich einen Stuhl zu wenig bestellt? Oder er wurde mir geklaut. Das kann natürlich sein. Hast du ein bisschen Geld verdient? Dankeschön. So lobe ich mir das. In der Trinkgeldbox ist durch Automaten kommt da nichts rein. Aber ist nicht so schlimm. Okay, wir brauchen nochmal so 2 Stühle. The Mazer. Also wir brauchen jetzt erst nochmal einmal noch so ein Desk und nochmal 2 Stühle. Wenn dann erstmal die Rechner stehen, Leute, dann kommt die Kohle aber auch rein. Ich sag's euch, dann geht's auch richtig los, ne? Dann geht's richtig los. 2 Stühle. 1, 2. Bestell das schon mal. So, dann brauchen wir Rechner. Wie viel sind das jetzt oben? 6, ne? Ich hoffe, ich kann richtig zählen. Warte, ich gehe hoch und zähle das. Ich habe noch einen Stuhl dazu gekauft. 6 sollten es, glaube ich, sein. Es wären jetzt aber, glaube ich, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück, okay. 7 Dinger wären das. 7 PCs. Alles mal 7, okay?
Da ist auch gerade das Kamel gekommen, dann können wir das ja doch schon mal erstmal fertig machen. Wie schnell das jetzt unterwegs ist. So, einmal das bitte hier rein. Das hier rein. Das hier rein. Wieder nach oben. Ich will heute die PC-Ecke will ich heute fertig kriegen. Das muss heute schaffbar sein. Damit wir uns nächstes Mal an die Konsolenecke dran machen können. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Tempo auffahren. Wir müssen ja danach noch anfangen, uns ins Crypto-Mining-Geschäft ein bisschen einzuarbeiten. Das haben wir auch noch gar nicht gemacht. Dann müssen wir auch endlich mal als wohlverdienter Geschäftsmann, dürfen wir dann auch mal einen Tag frei machen und in dieses neue Etablissement gehen, was es da gibt. Ich glaube, es ist wieder mal, wahrscheinlich wieder ein Strip-Club. Kannst von ausgehen. So, okay. Das passt soweit. Dann brauchen wir jetzt 7 Rechner, 7 Mäuse, 7 Tastaturen, 7 Bildschirme. Das ist ein bisschen was. Auf geht's. Also, Monitore. Das Beste ist gut genug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mäuse. Das Beste ist gerade gut genug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mauspads. Das Beste ist gerade gut genug. Alter, natürlich gibt es hier so irgendwelche Anime-Mauspads, Alter. Kannst du dir nicht ausdenken. Die sind, glaube ich, alle irgendwie ähnlich. Merkwürdig, was ist das? Quick Painting. Da nehmen wir natürlich über die Anime-Bubis, ist doch ganz klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann brauchen wir noch Keyboards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und Rechner natürlich noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mal sehen, ob das Ding das geballert kriegt. 37k. Okay, jetzt geht die Kohle langsam raus. Wenn wir das dann nochmal für den Konsolenbereich machen, sind wir pleite. Ich sag's euch. Aber dann kommt ja langsam jetzt auch Kohle rein, ne? Hallo? So. Oh, hier wird geschlummert. Bei dir alles gut? Bist du am Schlafen? Ja, ne? Er stolpert hier immer noch rum. Und er lockt die Leute an. Das läuft einfach nur, Leute. Es läuft einfach nur. Geschäft ist am Brennen. So, wo bleibt das Kamel? Komm, es muss jetzt losgehen. Ich will hier die ersten Rechner fertig kriegen. Was ist denn für ein geiles Shirt an? Komplett amazed, Alter. Oh, ein Abzockparadies. Hier kann ich endlich mein ganzes Geld verjubeln. Richtig im Ausrasten. Warte mal ab, bis du die Computerecke siehst hier oben. Das wird übel, Junge. Hier dann die Konsolenecke, dann machen wir das ähnlich. Wir sagen 1, 2 und dann 3, 4. Vielleicht in den Ecken nochmal jeweils ein. Was kommt dann hier hin? Wir haben noch einen VR-Bereich, brauchen wir noch. Den können wir eigentlich hier hin machen. Da können wir hier 2 VR-Plätze packen. Oder hier ein und da ein. Mal gucken. Eins nach dem anderen, ne? VR dürfen wir natürlich nicht unterschätzen. Da ist das Zamazor-Paket gewesen. Jetzt geht's los. So, Computer. Oh, das wird jetzt immer anstrengend. Zack, da wäre geil, wenn es einen Knopf gibt, das sofort. Wir brauchen ja eh alles. Mauspad, ich packe jetzt einfach alles rein. Wir müssen ja eh alles nach oben bringen. Was wir da als erstes machen und in welcher Reihenfolge ist eigentlich voll Wayne. Hoch muss ja eh alles. Ich hoffe, uns klaut keiner was, während das hier so rumliegt, die Fettlieferung. Ich weiß auch nicht, ob hier irgendwas durch den Boden klippen kann. Ich kann es mir vorstellen. Ihr kennt das ja. Hier klippt gerne mal was durch den Boden. Oder ist einfach weg. Alter, diese Mauspads, ey, ich krieg die Tür nicht zu, ey. Ohne Spaß. Gut, los geht's. Dürfte ich mal bitte durch? Dankeschön. Immer schön Geld da lassen, ne? Das ist mir sehr wichtig. Muss das meinem Onkel ja auch alles wieder zurückbezahlen, ne? So, dann fangen wir mal an mit einem Mauspad. Das muss dann ja irgendwie so. Auf das Mauspad packen wir dann noch schön so eine Maus. Dann haben wir noch ein Mauspad. Oh, dass ich jetzt jedes Mal drehen muss, ist ja bescheuert. So. Ups. Habe ich noch eine Maus? Ja. So, dann gibt's hier nochmal wieder ein geiles Mauspad, Alter. Bestesten Mauspads von den Welt. Dazu eine richtig geile Maus. Da kann die Konkurrenz mal gucken, Alter. Da sollen die mal gucken, die Jungs. Ja, in ihrem komischen Kabuff-Internetcafé da.
So machen das Helden. So, Tastaturen. Wieso ist das alles immer verdreht? Bitteschön. So. Habe ich noch einen Monitor dabei, vielleicht zufälligerweise? Ja, geil, oder? Dann kann ich den ersten Platz fertig machen. Der erste Platz steht da nämlich gleich. Ich bin nur noch der Monitor, der PC, und der kommt dahin. Erster PC ist am Start, Leute. Jetzt kann die Kohle wieder reinkommen. Mal sehen, wer da als erstes... Ist halt natürlich blöd, dass das jetzt oben ist. Da müssen die Leute mal ganz nach oben latschen. Aber ist das so. Case. Tastatur. Lustiges Mauspad. Lustiges Mauspad. Tastatur. Eine Maus. Computer. Du komischer Hund, pinkel hier nicht auf meine Ware, ja? Warte, jemand möchte den Computer benutzen. Warte, geht los. Hier, mach mal den auf. Genehmigen. Jetzt kommt hier die Kohle rein, Alter. Warte mal ab, jo. Der soll mal schön mit... Was ist jetzt los? Achso, ja, da kümmern die sich dann aber drum. So. Noch ein Case. Noch ein Keyboard. Und was kann ich noch mitnehmen? Was Kleines bitte? Ein Monitor, immer gerne. So. Guck mal, da wurde jetzt schön gerade versorgt. Ja, wird hier gedaddelt? Ja, wie so ein Großer, ne? Ja, ja. Merkt das schon. Pass auf, jetzt kommt hier wieder ein Monitor hin. Was braucht er noch? Und noch ein Computer. Das ist hier auch der Fab-Schutz. Ne? Durch den Bildschirm können die anderen nicht sehen, wenn hier der Nachbar am Onanieren ist, ja? Ne? Ganz wichtig. Wir wollen ja die Privatsphäre der Kundschaft gewährleisten. Ne? Wenn die sich hier einen abschwängeln, dann sollen die das mal ruhig machen. In meinem Internetcafé ist alles erlaubt. Ihr wisst doch, wie eklig. Es war voll eklig. Mein Sitznachbar hat sich eingeäumelt, Alter. Ja, in diesem Café ist alles möglich. So, und der nächste Gaming-PC bitte hin. Danke. Was fehlt da noch? Hm? Angeblich fehlt da ein PC. Oh. Das ist alles sehr wackelig. Muss ich mir mal ranlassen, Moment. So, zahlen Sie jetzt hier bar oder wie läuft das? Ja, natürlich. Weißt du, dieses Bar zahlen, das ist beschissen. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit immer da stehen und warten, dass die Leute mir mein Geld bar geben. Warum kann man das nicht automatisieren? Das ist halt echt, das ist halt dumm. Tut mir leid. Auch wenn das, also man kann natürlich sagen, das ist aber doch realistisch. Das mag vielleicht ein bisschen sein, aber bescheuert bleibt's trotzdem, weißt du? Das ist halt gameplay-mäßig für'n Arsch. So. Wäre halt irgendwie cooler, wenn die das Zeug einfach hinlegen würden und man da nicht stehen muss. Weil wie soll ich mich denn jetzt um mein Internetcafé weiter kümmern, wenn ich jetzt eigentlich ja im Grunde die ganze Zeit unten sitzen muss und darauf lauern muss, dass jemand bezahlen möchte? Wie soll das gehen? Klärt mir das bitte. So. Noch wie so ein Porno-Mauspad hier hin. Und noch eine Tastatur. So. Gönn dir, ne? Was machst du? Sims spielen oder was ist das? Keine Ahnung, was da am Daddeln ist, aber er hat Spaß. Das ist die Hauptsache. Steht da unten wieder einer, der bezahlen will? Nö. Alter, was ist hier denn noch alles los? Okay, warte, wir machen mal weiter. Eine Maus. Computer. Monitor. Monitor. Noch eine Maus. Noch ein Computer. Keyboard.
Noch ein Monitor. Das ist übrigens so ein Argon. Ich habe auch so ein Ding. Mein Monitor. Ich erkenne es am Stand. Und so ein Anime-Mauspad. Bums. Noch mehr Anime-Mauspads hier? Ne. Gut. So, die nächsten Rechner mal fertig machen. Jemand will. Ah ja, guck mal hier. Eine Stunde lohnt ja fast gar nicht, Junge. Willst du ihn bezahlen? Willst du nicht bezahlen? Ja. Da wird bezahlt. So oder so. Bei uns wird immer bezahlt. So, was ist jetzt hier passiert? Wieso passt jetzt der... Okay. Irgendwie... hat das mit der Erkennung manchmal nicht so. Hier fehlt jetzt noch ein... Hier ist auch schon wieder der PC angeblich verrückt. Ist jetzt der andere wieder kaputt? Ne, jetzt gehen sie alle. Oh, guck mal. Physik ist halt am Ausrasten hier. Die stehen zu nah beieinander. Ich muss mehr Abstand halten, glaube ich. Hier ist alles am Ausrasten. Das ist halt genauso wie früher. Physik läuft immer noch nicht. Das dreht komplett am Rad. Und dann geht die halt alle Nase, dann gehen dir die Arbeitsplätze kaputt. Das nervt halt auch ohne Ende. Oh, warte. Ja, guck mal, jetzt muss ich wieder ganz nach unten rennen. Weißt du, genehmigen, alles cool. Das mag auch realistisch sein, aber warum kann ich das nicht auf meiner Handy-App machen? Weißt du, wenn ich das jetzt, wenn ich das designt hätte, ich würde eine Handy-App machen. Oder wenigstens ein Erinnerungsding. Genehmigen, genehmigen. Oder halt auf Auto stellen, dass ich sagen kann, nimm automatisch alles an, weil es ist halt ein Game. Warum sollte ich das hier irgendjemanden ablehnen? Es gibt gar keinen Grund, das jemanden zu verweigern, weißt du? So. Deswegen, klar, mag wieder realistisch sein. Bringt das Gameplay jetzt aber halt nicht wirklich in irgendeiner Form weiter. Ist eher störend. So, ich habe vorhin die PCs irgendwie falsch rum hingedreht, aber ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass sie gehen. Das ist die Hauptsache. So eine Maus fehlt hier noch. Ja, warte. Hab ich am Start. So, was brauchen wir hier? Alles einmal. Hier ist schon so ein geiles Mauspad? Ja. Ja, kriegst du jetzt hier einen geilen Computer hingestellt? Oh, stell den mal da hin. Geht doch falsch rum, das Scheißding. Aber ist egal. Das stört ja hier keinen. Man muss auch mal zeigen, was man hat. Die hinteren Werte, weißt du? Und noch eine Maus. Hat gerade irgendjemand was geklaut, habe ich das Gefühl? Nee, da wollte einfach nur Geld stehlen. Okay, ja, Moment, Moment, geht los. Ich mach bitte durch hier. Genehmigen. Möchte jemand bezahlen? Das kriege ich jetzt halt gar nicht mit, ne? Wenn jetzt jemand bezahlen möchte halt, hier unten, sehe ich nicht, weil ich gerade oben am Werkeln bin, weißt du? Und das ist halt ein bisschen doof. Oder? Nicht der Einzige, der das so sieht. Ich finde das irgendwie dumm. Wenigstens eine Einblendung. Kunde möchte zahlen, dass man dann weiß, okay, ich gehe mal nach unten und lass den eben zahlen. Irgendwie sowas. Aber bist du jetzt nur noch am Hin und Her rennen, ne? Das, was du dir jetzt beim Items durch die Gegend tragen, Spaß an Rennerei, hast du jetzt dadurch, dass deine Kunden zahlen und du jedes Mal gucken musst, ja, wird der jetzt bar bezahlen oder nicht? Ich kann es ja nicht riechen, weißt du? Muss ich im Grunde den ganzen Tag hier unten sitzen und warten, ob Leute mir Geld in den Pfoten drücken wollen. Ist halt dumm. Er jetzt zum Beispiel. Jetzt muss ich ihm folgen, so, keine Ahnung, wird der jetzt mit EC zahlen oder... Muss ich es jetzt gleich bar entgegennehmen? Ist doch doof. Ist doch einfach doof. Komm her. Gib Geld. Dankeschön. Und das ist ja nicht wenig Geld, weißt du? Da kommt ja jetzt auch... Oh, meine Fresse, da ist es auch noch so kompliziert, weißt du? Gib mir die Kohle. Das sind halt $900, ja? Jetzt kommt die, jetzt muss ich auch wieder warten. Das will ich ja schon gerne entgegennehmen, ne? Du haust ab, wa? Du wirst gleich erschossen. Ja. Nacken. Wegen $100, da wäre ich ja nicht abgehauen. Tschüss, schönen Tag noch. Bewerten Sie uns bitte positiv, würde mich freuen. Okay, hier sind alle Rechner noch am Start. Auch selbst der Wackelige hier hinten. So, richtig bei den letzten Arbeitsplatz ein, dann haben wir es nämlich geschafft. Oh, warte, warte, Hahn. Der nächste hier. Lass mich eben noch den Rechnerplatz einrichten, Hahn, bitte. So viel Zeit muss noch sein, das kann ich ja während der Abmoderation machen. Meine Lieben, ich bedanke mich erneut bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, ne? Lasst mal bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback wie immer gern. Unter Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder.
und werden zunächst einmal die Konsolenecke einrichten, würde ich sagen, ne? Dass es damit weitergeht. Ich bedanke mich dabei bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, euer Blaufuchs.